Moin, willkommen bei LZ Parts im Onlineshop Dylan Lühmann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Dacia Duster, Dacia Duster 2. Ich sitze auf der Rücksitzbank. Wie man sieht, Kopfstützen sind noch drin. So zu sitzen ist unbequem. Einfach nur mit den Ellbogen hochmachen. Da kann man richtig sitzen. Das nur als Tipp. Und tja, wir haben beim Dacia Duster 2020 ein kleines Problem. Und zwar haben sich die Mittelarmlehnen geändert. Und zwar so, dass man vorher zwar die Mittelarmlehne umrüsten konnte. Ich drehe euch mal zur Mittelarmlehne. Also die Mittelarmlehne hier, die mögen viele nicht. Die ist schmal, die kann man nicht in der Höhe einstellen. Ja, und man konnte sie eigentlich tauschen. Bis Ende 2019. Mit Modellpflege 2020. Also woran erkenne ich, dass ich ein Modell 2020 habe? Ich nehme euch mal ganz kurz raus. Also rein äußerlich erkennt man das sehr schnell hier vorne. So, da habt ihr diese Radspoiler. Ja, die sollen die Windableitung unter das Fahrzeug besser ableiten. Unten ist sehr viel mit Kunststoff gekapselt, strömungsoptimiert, so dass wir da weniger Verbrauch haben. Beziehungsweise verspricht man sich das davon. Gut, ist aber auch nicht das Thema. Nur eben halt ein Unterscheidungskriterium. Woran kann ich sehen, dass ich ein Modell 2020 habe, ein aktuelles Modell? So, hier die Mittelarmlehne geht dann aber nicht mehr zu tauschen. Wobei, vielleicht ja doch, muss man mal gucken. Also ich weiß es noch nicht genau, weil ich habe hier eine alte Mittelarmlehne sozusagen. 2017. Lustig. Aber eventuell passt die hier. Also ich werde dieses Video hier zusammenschneiden müssen, weil sonst wird es zu lang. Also, das Erste, was man machen muss, und auch da gibt es Unterschiede, man muss hier praktisch unter den Sitz schauen. Wie sieht es dahinter aus? Weil die Montageanleitung sagt, hier ist eine Klammer, die soll ich ziehen können. Problem ist, bei den neueren 2020 Modellen ist diese Klammer nicht da und da kann man nichts ziehen. Also dementsprechend kann man auch nicht umrüsten dann. Oder vielleicht doch. Aber da müssen wir eben halt warten. Den Sitz ein bisschen nach hinten nehmen, schön entspannen, den gesamten Stoff hier hinten. Dann kann man unter den Sitz greifen. Das mache ich jetzt mal. Und aushaken. Er ist nämlich unten eingehakt, die Bänder. Das geht so leichter. Und dann kann man den Sitz wieder nach vorne tun. So, und hier unten sieht man das, das ist dann schon etwas lockerer. So, dann haben wir hier zwei Reißverschlüsse, einmal diesen und auf der anderen Seite das gleiche nochmal, schön leichtgängig. Hier unten ist das Ganze noch zusammen, ist halt so. So, dann kann ich hier, und das solltet ihr euch genau anschauen, hier an der Ecke. Ich versuche euch das mal mit der Kamera vom Handy zu zeigen. Das ist nicht ganz einfach für mich. So, hier, dies hier. Das wird so rausgedreht. Ist nämlich nicht ganz einfach. Und das solltet ihr euch ganz genau angucken, wie es abgeht und wie es fest ist, weil sonst kriegt ihr es nachher nicht wieder rauf. Ich kriege nämlich hier schon Probleme, es abzubekommen, weil ich in der einen Hand das Handy habe und in der anderen Hand versuche ich, das abzukriegen. Und das ist nicht so leicht. Deswegen stelle ich euch wieder hin, weil ich brauche wirklich beide Hände dafür, um das rauszuwinkeln. Mich gut dahinter.
man will ja auch nichts kaputt machen. Aber das ist jetzt so dieser Vorführeffekt. Man selber hat das dann auch meistens nicht so leicht. Wie man es gerne hätte. Für ein Video. So, jetzt ist es aber weg. So, das ist so ein Profil, wie man hier sieht. Und dieses Profil legt man hier auf die Rundung an und winkelt es dann rum. Also ziehen und drücken. Das ist nicht leicht. So, da ist es wieder fest. Ja. Das muss ich hier wieder versuchen, wieder abzunehmen. So, das ist nicht so leicht, wenn man das selber macht. Ich empfehle grundsätzlich, lass es in der Fachwerkstatt machen. Und dann ist das gut. Und jetzt gucken wir mal nach. Und der Zufall will es, wir haben ein Modell 2020, aber hier ist eine Klammer. Das ist ja lustig. Und das Ganze ist hier zum Schrauben. Also haben wir hier sozusagen ein Übergangsmodell von 19 zu 20. In jedem Fall sollte die Mittelarmlehne auch hier passen. Ja, weil wir kennen ja die andere Mittelarmlehne zum Nachrüsten. Da musste man hier die Achse, der Pin für die Lordosenstütze oder die Einstellachse für die Lordosenstütze hier, musste man abschneiden. Das wird mit der Mittelarmlehne, die wir hier haben, überflüssig. Okay. Ich hole mir mal kurz ein Werkzeug, damit ich hier die Klammer ziehen kann. So. Also, wenn ihr dort keine Klammer seht, dann wird mit absoluter Wahrscheinlichkeit diese Schrauben hier nicht vorhanden sein, sondern Popnieten. Und diese Popnieten werdet ihr dann aufbohren müssen, um das vorwegzunehmen. So, dann haben wir die Klammer nämlich raus. Und wenn wir die Klammer raus haben, dann können wir eigentlich auch die Mittelarmlehne abnehmen. So, dann haben wir das nämlich schon mal weg. Das hier ist die Einstellung für die Lordosenstütze. Um die andere Mittelarmlehne jetzt montieren zu können, müssen wir den Träger, der jetzt hier drin ist, entfernen. Den können wir aber nur entfernen, wenn hier dieser Stift weg ist. So, und jetzt wird nämlich gleich die erste Unterbrechung kommen. Denn, jetzt lasse ich euch wieder reinschauen. Dort kann man das sehen. Ich hoffe das sehr. Das hier ist die Verstelleinheit für die Lordosenstütze. Und die ist hier oben genietet. Dort. Und diese Niete werde ich jetzt aufbohren, sodass ich diese Einheit nach hinten, wenn ich das hier wegdrücke, wegziehen kann. Okay? Dann wird hier nämlich jetzt gleich der Schnitt kommen. Und bis dahin habe ich das hier ausgebohrt und entfernt. Und dann sage ich erstmal bis gleich. So, da bin ich wieder. Vorteil des Ganzen ist, wenn man es natürlich mal ausgebaut hat, hier komplett, dann kann man es auch mal komplett zeigen. Das heißt, ich nehme hier mal das Drehrädchen ab. Das ist sozusagen die Einstellachse für die Lordosenstütze. Die wird hier eingeklippt in dieses Drehrädchen und dann kann ich diesen eigentlich ziehen, was aber nicht geht, weil die Klammer dahinter ist. Und hier kann man die Klammer jetzt mal sehen, die winkel ich weg. Na, mit einer Hand ist mir ein bisschen schwierig. So, und da ist sie raus. Dann kann ich, wenn diese Klammer raus ist, die Mittelarmlehne abziehen, und zwar von dieser Einstellachse, die wir jetzt hier ausgebaut haben. Ich kann ja mal diese Klammer hier wieder einsetzen. Geht das?
Ja, das geht. Dann kann man sie sehen. So, diese Klammer, die habe ich wieder rausgezogen. Und da drin, wenn ich jetzt die Mittelarmlehne wieder drauf drücke, dann klickt sie ein. Machen wir jetzt aber nicht. Was gemeint ist, dieses Teil hier, das hier, das war ja hier hinten, habe ich euch gezeigt, mit einer Popniete befestigt. Nicht nur mit einer Popniete, sondern wir haben hier hinter drei Einlässe. Das heißt, wenn das Teil hier so jetzt da dran ist, dieses Teil so, dann braucht es eine kleine, so wird man es nicht abbekommen. Ja, das ist wirklich fest, sondern man muss eine kleine Drehung machen und dann geht es ab. So, das hier, das ist die Befestigung für die neue Mittelarmlehne. Die werde ich jetzt hier gleich reinbringen. Und genau dieser Verschluss hinten dran, der ist auch hier wieder eine kleine Drehung und dann ist das fest miteinander verbunden. Und als erstes muss ich natürlich diese Verstellachse für die Dosenstütze wieder mit einer Popniete reinbringen und zeitgleich das Teil aufstecken. Das heißt, ich schiebe das hier durch. Und dann erst kann ich das Ganze mit einer Popniete wieder befestigen. So. Ich habe jetzt keine Popnietenzange da, aber das sieht schon mal ganz positiv aus. Und da kommt hier nochmal ein Schnitt und dann machen wir gleich weiter. Okay. So, wie ihr jetzt sehen könnt, das Teil ist frei. Alles andere dabei ist weg. Der neue Halter ist hier dazwischen, sieht man hier. Moment mal, kann ich euch ganz nach hinten stellen. So. Jetzt könnten wir das hier einfach draufstecken. Aber wenn man hier mal schaut, das hier ist zu kurz. Ja, also das, da kommt hier irgendwie, da fehlt was. Das Geheimnis liegt hier nämlich drin. Dieses Teil. Ups. Der hier. Den packe ich jetzt hier drauf. So. Und wenn der drauf ist, Moment mal. So. Muss ich mal gucken. So. So. Muss ich gleich noch einen 36er Maulkorbschlüssel aus der Werkstatt holen. Das geht auch per Hand erstmal, so wie ich das brauche. Na, da muss man mal vorgucken, wa? Verdammt eng hier. Komme ich da vorne nochmal an. Die Höhenverstellung, jetzt geht es nach oben und so rum geht es nach unten. Nach unten haben wir ordentlich Platz. So, ja, so soll das sitzen, ne? So, dann müssen wir nur noch das da drauf bringen. Und mit der einen Schraube festmachen. Das ist eine kleine Kreuz. Ein kleines Kreuz hier. Mal schauen. Den. Und den. Und dann haben wir das fertig. Ja, nicht ganz so einfach, wie man denkt.
aber es geht. So. Und jetzt funktioniert auch die Lordosenstütze wieder. Ja, wunderbar. Gut, ich nehme hier einen 36er Schlüssel und mache das Ganze mal richtig fest, weil das ist richtig fest. Sie ist sehr schön stabil. Das ist eine Mittelarmlehne, keine Mittelarmstütze. Also von daher immer schön darauf aufpassen, dass ihr die Belastung da drauf nicht zu stark macht. Mittelarmlehne, nicht Stütze. Und dafür erfüllt sie dann ihren Zweck. Ich versuche jetzt die Teilenummern rauszubekommen, was Oberfläche Leder betrifft. Hier ist es Stoff, passt 1:1 zum Interieur von dem Wagen hier. Lösung gefunden, Problem gelöst. Okay, ich hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.